So, herzlich willkommen bei Time for Prince. Wir haben eine Woche um und jetzt geht's weiter. Ich habe uns was ausgesucht. Hier. Sebastian Stenzel. Oh, das hast du schön gemacht. Ja, ne? So. Dafür sind die Dosen da. Mann, du kannst so gut Dinge auspacken. So, 2014 von Sebastian Stenzel. Fühlt sich von außen extrem geil an. Das ja, ist so ein samtiges Matsch. Ich hab's voll gemacht. Das ist halt der Nachteil. Okay. Die Bindung ist auch sehr cool zum Angucken. Einer mit Vorwort, auch gut. Finde ich nett. Lesen wir jetzt nicht. 21.000 Fotos, Breaking News. Ah, okay. Okay. Mhm. Ja, mhm. Fotojournalist. Mhm. Feuerwehr. Das ist jetzt da. Okay. Aber das ist so ein Fotoprint, ne? Auf so Fotopapierbeschichtung. Ich find's krass. Ich find's thematisch ein bisschen schwierig. Ja, normal. Ich glaube, er wird ja wahrscheinlich für die Zeitung fotografieren oder für ein Online-News-Format. Mhm. Und dann hast du so Bilder halt echt selten mal gedruckt in der Hand. Und ich finde, dann ist die Wirkung halt echt krass. Ja, natürlich. Also es ist ganz klar, dass es extrem, also das ist einfach hoch emotional ist. Und dass die Bilder sehr berühren, wobei das ja leider, also gerade bei denen davor eher ein negatives Berühren ist. Aber jetzt mal ganz Mega-Foto. Allein vom Know-how her, beziehungsweise halt einfach vom fotografischen Können, finde ich, ist es sehr gut gemacht. Gute Bildausschnitte, natürlich, man kann nicht so viel drauf eingreifen, also nicht, weißt du, was ich meine, Einfluss nehmen auf das, was passiert. Leider. Mhm, hier, das finde ich halt ein bisschen schwach. Also ich finde es geil, dass du so leere Seiten hast, um ein Thema einzuleiten, aber ich finde das typografiemäßig und vom Design, da wäre viel mehr drin gewesen. Also da hättest du deinen Bildern auch gerechter werden können, wenn du da vielleicht mit jemandem zusammenarbeitest oder da noch ein bisschen mehr Zeit reingesteckt hättest. Ja, bin ich auch bei dir. Auch der Anschnitt unten ist halt, weißt du, du hast so viel Platz und dann so unten in die Ecke. Aber gut. Nee, also finde ich... Super, wir überspringen jetzt mal einfach voll 30 Stück, ja? Weil da schon viele echt gute Sachen. Momente. Ja. Momente. Momente. Ja, Momente. Jetzt kommen die Porträts, okay. Ja. Werbungsporträts würde ich mal was vermuten. Also rein vom fotografischen Können her, finde ich, ist es echt gut gemacht. Schön. Ich glaube, dazu kann man brauchen. Bei sowas brauche ich ein bisschen mehr Konzept und ein bisschen mehr Styling. Geil, das Bild auf einer Doppelseite, Hammer. Finde ich mega. Ja? Ja. Mir ist es ein bisschen über. Das ist natürlich auch mal interessant. Die sind super. Ach nee. Lufthansa. Guten Job hast du gekriegt, würde ich mal sagen, ne? Aber das ist auch geil. Echt gute Arbeit, Sebastian. Ja, finde ich auch gut. Auch schönes kann Buch. Ich finde dein Logo scheiße, extrem scheiße. Ich finde den Textsatz teilweise auch für die Bilder echt lieblos. Aber der Einband ist Hammer und die Bildqualität ist Hammer und es blättert sich gut. Ich hätte halt wieder einen Mattprint genommen, aber gut. Ganz kurz zum Schluss, ich an deiner Stelle hätte Wedding rausgelassen. Ja, definitiv. Das hat da, finde ich, gar nichts zu suchen. Es wirkt leider auch für Großkunden immer unprofessionell. Anderen Bilder so stark sind. Die anderen sind gut und ich finde es bei dir sehr gut, dass du eine Vielfältigkeit zeigst und trotzdem dein Stil erkennbar ist. Also kannst und du so weitermachen. Das Cover auf der Startseite noch beim nächsten Mal ein bisschen geiler. Gute Arbeit, und echt Hammer. Ja. Sehr schön. Ja. Sebastian, wir danken dir vielmals und wollen mehr sehen. Ja, wie fandest du es wirklich? Nee. Gut, hat mir Spaß gemacht. Ja. Können wir eigentlich öfter machen, mal so News-Fotos? Von ihr gibt, ja, mega, also ich natürlich. Hätte jetzt aber warum? Gesagt, dass es eventuell ein Ausrutscher war, weil die generell zufällig so gut geworden ist. Ja, genau. Aber auch hier, so. Nee, ich hab das bei diese Konzeptsachen, die sind halt echt. Ich kann halt nicht lesen, das ist mein Problem. Nee, ich auch nicht. Aber hier, hast du das Buch schon mal in der Hand gehabt? Nein, ne? Aber die Bindung ist bei dem Bild finde ich es auch geil, dass das Papier, wenn du das zeigst, dass es so ein bisschen Fuchen kriegt und so. Weißt du, wer das ist? Fuchen? Ja.